Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schauen uns heute eine englische Version an, eine wirklich super verarbeitete Version der King James Bibel, eine Pocket-Version ist es nicht ganz, aber es ist eine Taschenbibel und da schauen wir heute mal näher rein. Und das ist sie, die King James Bibel in der Taschenausgabe Holy Bible, KJV King James Bibel. Und schon die Verarbeitung dieser King James Bibel mit dem roten Leder und den gesamten Ziernähten, das ist wirklich eine Verarbeitung, wie ich sie mir eigentlich von deutschen Ausgaben auch wünschen würde. Die sind hier viel liebevoller verpackt, viel edler und ich würde fast sagen, mit viel mehr Respekt werden die hier eingepackt. Obwohl es eine Taschenausgabe ist, kommt diese Ausgabe mit 1500 Seiten daher. Also es ist nicht nur rein das Gottes Wort, sondern du hast ja auch noch einen Anhang dran. Und durch den gewählten Schrifttyp brauchst du natürlich auch ein paar mehr Seiten. Die Abmaße, um sie mal zu vergleichen, sind exakt 15 cm ist dann innen drin der Text. Der Buchrücken selber ist dann hier bei 17 cm. Und im Vergleich zu einer Standardbibel oder mit einer anderen Taschenausgabe, vergleichen wir mal hier mit der Kompaktausgabe von Neues Leben, auch eine Reißverschlussausgabe, ist sie natürlich sehr viel kleiner an der Stelle. Ich muss auch im Vergleich dazu sagen, also eine Reißverschlussausgabe ist cool. Meine ganzen Reisebibeln, die ich habe, sind auch in der Regel immer Reißverschlussausgaben, damit sie nicht beschädigt werden in der Tasche. Aber so eine Ausgabe als Schutzmantel finde ich natürlich allein schon vom Aussehen her viel, viel edler an der Stelle. Gut, schauen wir rein. Die King James Bibel kommt, das ist jetzt hier die Revision von 2017, die ich jetzt hier zur Verfügung habe. Copyright 2017. Du hast am Anfang das übliche Inhaltsverzeichnis, wie bei den englischen Ausgaben üblich, immer ohne Apokryphen. Altes und Neues Testament. Und hier haben wir es wieder, das Buch der Taten, ne? Acts. Die Schriftgröße ist 1,5 mm. Das heißt, es kann vielleicht für den einen oder anderen zu klein sein. Aber das passt zu den Senfkorn-Ausgaben auch von der Hoffnung für alle oder auch von den anderen kleinen Pocket-Bibeln. Es ist nicht wirklich eine Pocket-Bibel, da fehlt noch ein bisschen, die geht noch kleiner. Es ist, ich würde es fast eher einordnen zu den Taschenbibeln. Sie kommt zweispaltig. Die Verse beginnen immer von vorn. Du hast keinen Fließtext, wo die Verse drinstehen. Du hast jetzt auch keine Erklärung und du hast jetzt auch die Parallelstellen hast du unten rechts, jeweils an der Seite. Das kennen wir auch von den Lutherbibeln, da ist das immer unten rechts. Wenn wir uns jetzt eine Luther 2017 schnappen, dann siehst du, dass es ist hier immer unten ist. Im Vergleich zu einer guten Nachricht zum Beispiel hast du es immer unter beiden als gesamte Fußnote. Ja, so wie bei Lutherbibeln hast du das immer die Parallelstellen unten. Du hast aber jetzt keine näheren Erklärungen, aber das reicht für den einen oder anderen. Gerade bei so einer kleinen Ausgabe sollte man die nicht überladen, damit man immer noch den Text lesen kann. Die Zeilenabstände hier sind sehr viel enger als zum Beispiel bei der Neuen Leben. Ich vergleiche das absichtlich mit Neues Leben, weil Neues Leben ja die deutsche Übersetzung ist der englischen New Living Bible. Die Zeilenabstände jetzt im Vergleich, wenn man sich die jetzt hier nimmt, sind sehr viel enger geschrieben. Deswegen hast du das Gefühl, dass teilweise die Buchstaben vielleicht etwas dicker sind. Aber du musst ein bisschen genauer hingucken. Hier ist es etwas angenehmer auch zu lesen, wenn du einen höheren Zeilenabstand hast. Aber hier wollten sie halt mehr auf die Kompaktheit eingehen. Denke ich mir mal so. Ich weiß es nicht, ich kenne die Leute nicht, aber ich denke es mir mal so. Weil du keinen Reißverschlussrand hast, hast du aber zudem einen Staubschutz, das ist diese goldene Verzierung, die dient ja zum einen für Schmutz von unten, für Staub von oben und für die fettigen Finger an der Seite.
hast du den hier als Schutz. Du hast wie üblich bei den US-amerikanischen Ausgaben die Jesu-Worte in Rot gehalten. Wenn wir jetzt hier zu Matthäus gehen, haben wir hier, Jesus Wort ist immer in Rot geschrieben. Jedes Kapitel hat eine kurze Einleitung, keine große jetzt, wer der Schriftsteller war, was der Inhalt ist, sondern nur eine kurze Einleitung an der Stelle. Dieses Jesus-Wort, das ist rot, das hat ja in Usaria eine lange, lange Tradition. Das gibt es ja schon seit ungefähr 1889. Da gab es die erste Red Letter-Ausgabe, wo Jesus-Wort immer rot geschrieben ist. Und ich finde, das ist eine gute Idee. In den deutschen Ausgaben hat sich das eingebürgert bei der Luther 21. Da sind ja ebenfalls auch die Jesus-Worte rot dargestellt. Wir schauen mal eben drüber. Ich finde das wirklich schau mit den roten Texten. Deswegen mag ich auch die Luther 21 so. Das ist noch hier Johannes. Und du hast auch Jesus-Worte, wenn sie zum Beispiel im Buch der Taten vorkommen, also Apostelgeschichten. Hast du ebenfalls auch, wo dann nochmal Jesu-Worte zitiert werden, hast du sie ebenfalls auch nochmal rot dargestellt. Wie hier, hier und hier. Es ist bei der King James der Textus Receptus. Das sehen wir wieder an der typischen Stelle in 1. Johannes Kapitel 5. Da sehen wir dann wieder den Bezug, dass es auf jeden Fall der Textus Receptus ist. 1. 5, 7. Und die drei sind eins, ne? Der Himmel, der Vater und das Wort und der Heilige Geist und so weiter und so weiter. Das hast du in den Nestle-Aland-Version natürlich nicht. Du hast noch obwohl das natürlich so eine kompakte Ausgabe ist, hast du hier einen sehr schönen Anhang noch, einen sehr, sehr gut, einen sehr liebevoll gemachten Anhang. Ich gehe mal rüber. Das ist jetzt hier noch die Offenbarung. Ich weiß gar nicht, warum ich bei der Offenbarung mir einen Marker gesetzt habe. Wir klettern mal zum Anhang. Ach ja, hier. Hier hast du die Parabeln von Jesus Christus. Also die Gleichnisse. Ja, heißt dort die Parabeln. Die Wunder kommt hinten im Anhang mit dran. Sie haben innerhalb trotzdem noch einen Leseplan mit reingepackt. Sehr klein geschrieben, aber er ist enthalten für das ganze Jahr. Und dann hast du noch die Wortkonkordanz, ebenfalls noch mit hinten in der King James Bibel, in der kleinen Pocket-Ausgabe mit dran. Und dann, wie ich finde, sehr schöne, sehr liebevolle Karten noch, obwohl es eine Pocket-Ausgabe ist, in Farbe gehalten. Hier immerhin noch schöne, farbige und sehr gut gemachte Karten. Hier ist jetzt der Auszug aus Ägypten. Dann die 12 Stämme. Und dann am Ende die Missionsreise von Paulus. Und das war's. Und hier sieht man auch nochmal die richtig coole Verarbeitung. Gedruckt wurde sie in China. Ja, hat auch eine Weile gedauert, bis sie hierher kam. Aber das ist die King James Bibel in der Taschenausgabe. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Qualität.